Vormarsch, Sturm, Sieg. So hatte man es gerne. Das wollte man sehen. Die Opfer des Krieges, Schwerverletzte, Sterbende, sie kamen nur ganz am Rande zu ihrem Recht, mit abgebildet zu werden. Und doch sind sie das erschütterndste Ergebnis jedes Krieges. Die Toten, die nicht mehr dazu gekommen sind, zu fragen, warum und wofür sie gestorben sind. Einer aber, der die leidvolle Wirklichkeit des Krieges und nur sie gesehen hat, war Henri Dunant, Begründer und lebenslanger Kämpfer für die weltweite Hilfsorganisation das Rote Kreuz. Seit mehr als 100 Jahren, seit der Anerkennung der Genfer Konvention, ist das Los der Kriegsgefangenen und Kriegsversehrten gemildert. Seither geht ein Strom des Helfens durch alle Welt. Das Rote Kreuz, heute zu weit mehr als zum Einsatz im Kriege bestimmt, eine Organisation, die immer bereit ist, auf jede nur mögliche Weise zu helfen. Zu helfen in aller Welt, ohne nach Rasse oder Alter zu fragen, ohne zu bedenken, ob es Arme oder Reiche sind, die Hilfe brauchen. Einfach zu helfen, wenn eine Naturkatastrophe einen Landstrich verwüstet hat. Vielen, manchmal Hunderttausenden, wird so geholfen. Aber auch dem Einzelnen gilt die Hilfe des Roten Kreuzes. Ein Leben wird so gerettet, noch am Unfallsort. Blut zu spenden für die Rettung dieses Lebens. Dazu ist jeder aufgerufen, damit der Strom der Hilfsbereitschaft nicht versiege. Erwachsene, aber auch Jugendliche und Kinder, gerade sie müssen für die Arbeit des Roten Kreuzes gewonnen werden. Man kann nicht früh genug mit der Erziehung zur Hilfsbereitschaft beginnen. Um schon in unseren Kindern und Jugendlichen den Willen zur Nächstenhilfe zu wecken und zu entwickeln, wurde innerhalb der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz das Jugendrotkreuz geschaffen. Jugendrotkreuzgemeinschaften gibt es in allen Schulen Österreichs und unzählige Lehrer und Lehrerinnen stellen sich freiwillig zur Verfügung, um die ihnen anvertraute Jugend zum Dienen und Helfen zu erziehen. Buben und Mädchen schon sind bestrebt, sich öffentlich zu betätigen und wollen etwas leisten. Das wissen die Lehrer und sie leiten die Jugend an, ihre Kräfte für schöne Ziele einzusetzen. Da gibt es die Obstaktion des österreichischen Jugendrotkreuzes.
Kinder in obstreichen Gegenden sammeln Äpfel, Birnen und Weintrauben und bringen sie in ihre Schule. Von ihnen selbst richtig verpackt, wird das Obst mit Post oder Bahn in obstarme Gebirgsdörfer gebracht. Ausgelöst wurde diese Aktion durch die Not der Nachkriegszeit. Heute ist die Triebfeder für diese Aktion der Wunsch, Verbindung zu schaffen von Kind zu Kind, von Jugendrotkreuz zu Jugendrotkreuz-Gemeinschaft, an den anderen zu denken, dem anderen Freude zu bereiten, andere Kinder kennenzulernen, im Briefwechsel oder gar bei gegenseitigen Besuchen. Häufig ist es sogar möglich, dass die Kinder einer Schule das gesammelte Obst direkt überbringen. Der Rotkreuzwagen fährt vor, das Obst wird von den Kindern selbst verladen. Hier kann man seine überschüssigen Kräfte einsetzen. Einige Kinder der Jugendrotkreuzgemeinschaft unter Führung eines Lehrers begleiten den Transport in ein fernes Gebirgsdorf. Wer ginge nicht gerne mit auf diese Reise? So wie hier die Obstspende, gibt es auch andere Betreuungsaktionen. Zum Beispiel die Patenschaft einer Schule über die Jugendrotkreuzgemeinschaft einer anderen. An den anderen denken. Nicht zu vergessen, dass ihm vielleicht fehlt, was du im Überfluss hast. Oder sogar wegwirfst. Nicht immer ist es, so wie hier möglich, zu erleben, wie auch ein kleines Geschenk große Freude bereiten kann. Nur einige Äpfel, Birnen, Weintrauben für jedes Kind. Und trotzdem könnte die Freude über ein vielleicht viel teureres Geschenk nicht größer sein. Kinder machen andere Kinder froh. Wer kann sagen, ob der Gebende nicht vielleicht noch mehr Freude empfindet als der Beschenkte? An fast allen Schulen Österreichs arbeiten Jugendrotkreuzgemeinschaften und so wie sich hier die einzelnen Roten Kreuze zu einem mächtigen Symbol der Hilfsbereitschaft vereinigen, ist es auch mit der Arbeit im Kleinen, die zur überzeugenden Aktion der österreichischen Rotkreuzjugend wird. Eine monatliche Spende. Jeder, so viel er kann. Der Jugendrotkreuz-Opfergroschen. Vom Taschengeld erspart oder durch kleine Arbeiten verdient, ist er der Beitrag des Einzelnen für die Verwirklichung der so wichtigen Aufgaben des österreichischen Jugendrotkreuzes. Auch kleinste Spenden ergeben große Beträge, wenn sich alle beteiligen. Am Ende eines Jahres ist das alles damit geschehen. Jeder kann es nachlesen und daraus erfahren. 2.167.800 Schilling wurden ausgegeben. Das kleine Opfer des Einzelnen
ermöglichte Hilfe für so viele. Ein Kind wie du, und doch musste es so lange auf so vieles verzichten. Es braucht eine besondere Diätkost und ständige Insulinbehandlung. Das österreichische Jugendrotkreuz ermöglicht es, zuckerkranken Kindern in einem Ferienheim Wochen der Erholung und Freude zu verbringen. Bei diesen Kindern ist die Bestimmung der täglichen Brotmenge von größter Wichtigkeit. Im Zuckerkrankenlager des Jugendrotkreuzes ist dies möglich und der Arzt bestimmt durch tägliche Kontrolle die Zusammensetzung und Menge der Diätkost. Die Kost für zuckerkranke Kinder muss arm an Kohlenhydraten und Zucker sein. Daher brauchen diese Kinder mehr Fleisch und andere eiweißhaltige Nahrungsmittel. Auch viel zuckerarmes Obst, ausgesuchtes frisches Gemüse. Wie oft mussten diese Kinder auf eine Torte, ein Eis und andere Süßigkeiten verzichten? Hier überrascht sie die Diätschwester sogar mit solchen Leckerbissen. Sie können ihnen nicht schaden, weil bei ihrer Zubereitung nur solche Nährstoffe verwendet werden, die speziell für Zuckerkranke entwickelt worden sind. In der Gemeinschaft eines solchen Ferienlagers schmeckt es diesen Kindern besonders gut, sodass Gewichtszunahmen bis zu 5 Kilogramm verzeichnet werden konnten. Die tägliche ärztliche Untersuchung und die regelmäßige Kontrolle des Stoffwechsels gehört ebenso zur gesundheitlichen Betreuung wie eine den einzelnen Kindern entsprechende Bewegungstherapie. Durch Tischtennis, Wandern, Ballspiele und anderes wird für eine allseitige körperliche Betätigung gesorgt. Zum Ausgleich der körperlichen Tätigkeit werden die Kinder ihrem Alter gemäß beschäftigt. Zeichnen und malen im Freien, basteln, musizieren. Aus den durch die österreichische Rotkreuzjugend gesammelten Beträgen konnte neben vielem anderen auch die in Europa einmalige segensreiche Einrichtung des Zuckerkrankenlagers geschaffen werden. Wie die Kinder am Weltspartag ihr erspartes Geld der Sparkasse übergeben, so wandert auch der Opfergroschen in die Sparkassen. Diese unterstützen und fördern die Arbeit des österreichischen Jugendrotkreuzes. Die kleinen Beiträge der 800.000 Jugendrotkreuz-Mitarbeiter wachsen zu einem ansehnlichen Guthaben an. Dieses wird durch die Sparkassen verwaltet und trägt Zinsen. Im Falle einer Katastrophe steht dann ein entsprechender Betrag für eine Soforthilfe zur Verfügung. Durch das Zusammenwirken mit den Sparkassen wird der Spargedanke im Sinne der Erziehungsarbeit des österreichischen Jugendrotkreuzes mit dem Ziel erweitert: Spare für eine gute Tat. Man spart, um sich vielleicht morgen kaufen zu können, was man sich heute noch nicht leisten kann. Mit Recht, wenn auch die Rotkreuzjugend nie vergisst: Spare für eine gute Tat.
Da gibt es körperbehinderte Kinder im Kinderdorf St. Isidor. Hier leben diese Kinder, werden in einer eigenen Schule unterrichtet und ertragen in der Gemeinschaft ihre Gebrechen leichter. Man hilft ihnen so gut man kann. Darüber hinaus aber werden sie durch eine Jugendrotkreuzgruppe gesunder Kinder betreut. Durch diese freiwillig übernommene Patenschaft lernen die Gesunden die Schwierigkeiten der Behinderten kennen und verstehen. Sie werden angeregt, selbst Mittel und Wege zu finden, und aus dem Verständnis wird tätige Hilfe. Wenn sich eine Jugendrotkreuzgruppe nun selber die Aufgabe stellte, für ein gehunfähiges Kind einen entsprechenden, auch außerhalb des Heimes verwendbaren Rollstuhl anzuschaffen, das ist nicht nur einmal, sondern schon sehr oft geschehen. Peter und Karl haben den nicht alltäglichen Entschluss gefasst, diesen allerdings nicht billigen Rollstuhl zu kaufen. Sie denken daran, die Jugendrotkreuz-Mitarbeiter ihrer Schule für diese Idee zu gewinnen. Sie zweifeln nicht am Erfolg. Und hier wird bereits großer Kriegsrat gehalten. Jeder ist entschlossen, das für ihn Mögliche zu tun. Dieser hier spendet sein Lesezeichen. Ein besonderes Lesezeichen. Zur Verwirklichung des Planes wird über den Jugendrotkreuz-Referenten der Schule das Einvernehmen mit der Bezirks- und Landesleitung des Jugendrotkreuzes hergestellt, die einen Teilbetrag vom Opfergroschen zur Verfügung stellt. Sicherlich wurden auch viele Eltern für diese Idee gewonnen, die tatkräftig mitgeholfen haben. Die Rotkreuz-Jugend dieser Schule, besonders begeisterte Mitarbeiter des Jugendrotkreuzes, haben für den Opfergroschen ein eigenes Konto auf der Sparkasse. Die eingezahlten Beiträge wachsen von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Das Guthaben verzinst sich außerdem. Peter und Karl, die Urheber der Aktion, haben von Anfang an im Dienste dieser guten Sache gewirkt. Jetzt sind sie am Ziel. Sie selber dürfen den notwendigen Betrag abheben. Der Rollstuhlkauf wird Wirklichkeit. Dieser Tag ist ja nur für das gehunfähige Kind, das seinen eigenen Rollstuhl erhält, ein großer Tag? Ist er nicht ein ebenso großer Tag für alle, die zu seiner Beschaffung beigetragen haben? Ein feierlicher Tag. Er verbindet behinderte und gesunde Kinder zu einer festen Gemeinschaft, die vielleicht für das spätere Leben von großer Bedeutung sein kann. Zum Programm des Jugendrotkreuzes gehören neben solchen Betreuungsaktionen auch die verschiedenen Kurse, an denen möglichst alle Jugendrotkreuz-Mitarbeiter teilnehmen sollten, um sich im Ernstfall bei erster Hilfeleistung richtig verhalten zu können. Im Rettungsschwimmen, bei der Pflege von Mutter und Kind und in der Hauskrankenpflege. Der Kurs über die Pflege eines kranken Familienmitgliedes soll das Wichtigste darüber vermitteln, wie man Krankheiten vorbeugt
und Kranke richtig pflegt. Dazu gehört das Zusammenwirken mit dem Arzt, die Betreuung des an das Bett gebundenen Kranken, die richtige Ernährung und verantwortungsvolle Verabreichung der durch den Arzt vorgeschriebenen Medikamente. Im Kurs kann man auch die zeit- und kräftesparende Versorgung erlernen, sowohl für den Kranken als auch für den Pfleger. Schließlich wird der Kursteilnehmer angeleitet, an die Möglichkeit einer Infektionskrankheit zu denken und die Ansteckungsgefahr für andere Familienmitglieder weitgehend zu verhindern. Dass die Mutter ihr krankes Kind pflegt, ist eigentlich selbstverständlich. Wie aber, wenn sie selber einmal krank ist, wenn sie Fieber hat und einige Tage im Bett bleiben muss? Dann soll zu ihrer Krankheit nicht noch die Sorge um ihre Familie kommen. Sie muss schnell ganz gesund werden. Die richtige Pflege wird dazu beitragen. Einen Kranken, der in häuslicher Obhut belassen werden kann, gesund zu pflegen, muss gelernt sein. Mutter und Tochter empfinden sich als kleinste, echte Gemeinschaft, in der einer für den anderen da ist. Für Veronika aber ist das, ohne dass sie im Augenblick schon daran denkt, eine sehr wichtige Vorbereitung für ihr späteres Leben. Auch sie wird einmal für das Wohl einer Familie, für eigene Kinder zu sorgen haben. Ihre Kinder werden einmal krank sein. Dann aber weiß sie schon, was zu tun ist. Bei der ständig zunehmenden Verkehrsdichte ist es heute besonders wichtig, dass sich im Straßenverkehr alle richtig verhalten. Das österreichische Jugendrotkreuz veranstaltet daher mit Unterstützung durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit Kurse als Vorbereitung auf eine freiwillige Rad- und Mopedfahrerprüfung. Für Schulung und Prüfung stellen sich Organe der Gendarmerie und Polizei zur Verfügung. Bei dieser Schulung lernt der Jugendliche, was jeder verantwortungsvolle Verkehrsteilnehmer wissen muss, um nicht andere und sich selbst zu gefährden. Nach einer theoretischen Prüfung muss der Jugendliche mit seinem vorschriftsmäßig ausgerüsteten Fahrrad oder Moped beweisen, dass er sich auf einer öffentlichen Straße fehlerlos zu verhalten weiß. Als sichtbaren Ausdruck der bestandenen Prüfung erhält der Jugendliche den Rad- oder Mopedfahrerausweis und einen Wimpel. Ein Fußballspiel. Der Mannschaftsgeist entscheidet. Jeder gibt sein Bestes, um seiner Mannschaft zum Siege zu verhelfen. Wenn aber einer der Buben verunglückt, was hilft dann der beste Mannschaftsgeist, wenn keiner gelernt hat, richtig zu helfen? Erste Hilfe entscheidet. Richtiges Helfen kann ein Leben retten. Darum lerne helfen im Erste-Hilfe-Kurs des österreichischen Jugendrotkreuzes. Die Jugend zur Hilfsbereitschaft zu erziehen, ist oberstes Ziel des österreichischen Jugendrotkreuzes. Durch die Erste-Hilfe-Kurse des Jugendrotkreuzes erhält die Rotkreuzjugend neben der Erziehung zum Helfen auch die praktische Unterweisung, was nach einem Unfall auf der Straße, im Haus, bei Sport und Spiel zu tun ist. Das Helfen und Bergen und das Anlegen von Verbänden muss geübt werden, um im Ernstfall rasch und wirkungsvoll helfen zu können. Hier wird ein Schlüsselbeinbruch als Übungsfall angenommen und sachgemäß verbunden. Musik
Nicht minder wichtig wie Hauskrankenpflege, Verkehrserziehung oder Erste-Hilfe-Leistung sind Kurse zur Heranbildung von Rettungsschwimmern. Bis zur Erlangung der Fähigkeit, einen Menschen aus Wassernot zu retten, bis zur feierlichen Verleihung des Rettungsschwimmerabzeichens führt ein weiter Weg der stufenweisen Ausbildung. Die Befreiungsgriffe müssen von den Rettern beherrscht werden, um im Ernstfall von dem Ertrinkenden nicht an der Rettung behindert oder sogar selbst gefährdet zu werden. Die Rettungsgriffe dienen der sicheren und zweckmäßigen Bergung des Ertrinkenden. Voraussetzung für die Kinder ist, selber richtig schwimmen zu lernen. Sie werden unter steigenden Anforderungen zu Freischwimmern, Fahrten- und Allround-Schwimmern ausgebildet. Nach erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen können sich die Jugendlichen einer Rettungsschwimmerausbildung unterziehen. Sie verpflichten sich damit der Grundidee des Jugendrotkreuzes, dienen und helfen. Nach vollendetem 13. Lebensjahr werden die zukünftigen Rettungsschwimmer entsprechend ihrer körperlichen Entwicklung zu Helfern herangebildet. Jugendliche können nach Erreichung des 17. Lebensjahres und nach einer entsprechenden Abschlussprüfung den Retterschein des Jugendrotkreuzes erwerben. Damit haben sie alle Kenntnisse und Fähigkeiten erworben, um Menschen aus Wassernot sicher retten zu können. Kinder und Jugendliche sollen erkennen, wo Hilfe Not tut. Zuerst im Alltag, da sich Hilfsbedürftigkeit nicht immer gleich preisgibt, vielmehr manchmal verschämt zurücksteht. Wie viele alte Menschen stehen allein in der Welt mit ihren kleinen und großen Sorgen? Dort aber, wo Katastrophen über einen ganzen Landstrich und dessen Bevölkerung hereinbrechen, Lawinen, Erdbeben, Hochwasser, Seuchen, ist der Einzelne, ob Jugendlicher oder Erwachsener, machtlos. Wieder ist es das Jugendrotkreuz, das die Hilfeleistungen von Millionen Kindern zusammenfasst. Mit seiner Organisation sorgt es dafür, dass diese Hilfe den Bedürftigen auch rechtzeitig und zweckentsprechend zur Verfügung steht. Katastrophensäckchen werden von Jugendrotkreuzhelfern gefüllt und stehen jederzeit für den Notfall bereit. Das Rote Kreuz sorgt für die Ernährung, Unterbringung und medizinische Betreuung der Geschädigten. Eine Kleinigkeit und doch sehr wichtig ist die Versorgung mit den dringendsten Gebrauchsartikeln des täglichen Lebens. Ein österreichisches Jugendrotkreuzkind hat auch daran gedacht, und hat sich mit dem Füllen eines Katastrophensäckchens in die großen Hilfsmaßnahmen des Internationalen Roten Kreuzes eingereiht. Bei Jugendrotkreuz, Studien- und Freundschaftslagern kommt es zu Begegnungen mit jungen Menschen aus aller Welt. Hier erweist es sich und wird zum gemeinsamen Erlebnis. Alle sind Brüder. Wie es Henri Dunant angesichts des Schlachtfeldes von Solferino der gesamten Menschheit zurief: Tutti fratelli, alle sind Brüder. Unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Sprache, ihrer Religion und ihrer Hautfarbe. Aus dem mehrwöchigen Zusammenleben der jungen Menschen entsteht eine Gemeinschaft des Verstehens, der gegenseitigen Achtung. Gemeinsame Jugendrotkreuzarbeit ist das feste Band, das sie verbindet. Bei der Erörterung internationaler und nationaler Probleme kommen die jungen Menschen einander näher. Sie gewinnen neue, für sie oft überraschende Einblicke.
Schließlich vertiefen gemeinsame Kurse aus dem Programm des Jugendrotkreuzes ihr Wissen und ihre Kenntnisse um die tätige Nächstenhilfe. Alles, was der junge Mensch im Jugendrotkreuzlager erlebt, wird zum inneren Erlebnis. Aus den vielen Möglichkeiten gemeinschaftlichen Erlebens wählt diese Jugend selber aus, was sie einander näher bringt. Nationales Brauchtum in den heimischen Trachten, im Ried und Tanz zeigt die Schönheit nationaler Tradition. Das wachsende Verständnis für andere Lebensgewohnheiten erweitert ihr Weltbild und formt ihre Persönlichkeit. Mit dem vollendeten 17. Lebensjahr können die Jugendrotkreuz-Mitarbeiter freiwillige Helfer und Helferinnen des Roten Kreuzes werden. Das ist die Krönung ihrer Arbeit und Ausbildung im Jugendrotkreuz. Diese Übernahme in die österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz geschieht in einigen Bundesländern in feierlicher Form. Sie erhalten die Uniform der Gesellschaft und ordnen sich während ihrer Freizeit als Helferinnen und Helfer zur Dienstleistung bei den einzelnen Bezirks- und Ortsstellen des Roten Kreuzes ein. Dienen und helfen. Im Geiste Henri Dunant. Ich diene der Gesundheit, dem Nächsten, der Völkerverständigung. Ich helfe dem Kranken, dem Schwachen, dem Notleidenden.